So, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich weiß noch gar nicht, wo wir beim letzten Mal... Ah ja, genau, wir haben die Quest vom Jarl beendet. Ja, was wollt ihr? Der ein bisschen abgehoben wirkt. So, wir schauen mal rein, Freunde. Mal gucken. Hier haben wir alles, okay. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Stadt, oder? Wir wagen es mal, in die nächste Stadt zu gehen. Denn die Questen, die wir momentan aktuell haben, sind so lala, würde ich sagen. Oh ja, wir könnten mal ganz kurz hier zum Schmied gehen, ein paar Sachen verkaufen. Oh, ihr habt eure Meinung geändert. Die Dämmerwacht könnte jemanden wie euch gebrauchen. Wir sind Vampirjäger. Wir suchen und vernichten diesen blutsaugenden Abschaum, wo immer wir ihn finden. Ihr werdet Isran gefallen. Geht zur Festung Dämmerwacht, südöstlich von Rifton, und sprecht mit ihm. Er wird entscheiden, ob ihr das Zeug dazu habt, der Dämmerwacht beizutreten. Ah ja, abgeschlossen. Ja, interessant. Begonnen, die Dämmerwacht. Ich habe tatsächlich noch nie den vampirischen Teil gemacht. Ich bin am Überlegen, ob wir das mal machen sollen. Mal gucken. Oh, wir haben schon 8 Uhr abends. Also 7:30. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Aber ist kein Problem. Wir können durchaus hier auch noch was verkaufen. Wo war das hier nochmal? Warte mal, hier war das, ne? Der hat ja 24/7 auf, ne? Ne, Waren aus Graukiefer. Das glaube ich, ich verwechsel gerade den Shop, aber ist egal. Der hat trotzdem auf. So, Solaf. Seid gegrüßt. Werft einen Blick darauf. Grüß dich, grüß dich. So, du musst mir unbedingt helfen. Also, was hast du Feines? Jawohl, er hat wieder Dietrische Freunde. Die müssen wir natürlich direkt kaufen. Glas. Tatsächlich haben die hier sehr viel Glas. Interessant. Okay. Dann schauen wir jetzt mal. Winziger Seelenstein, nee. Wir gucken erstmal, was wir hier überhaupt verkaufen können. Die Pfeile behalten wir. Amethyst. Ja, ich würde sagen, wir verkaufen erstmal wirklich alles, was wir nicht benötigen. Biene. Ja, da hat sich meine Biene mitgenommen. Ja, Bier brauchen wir nicht. Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Hier die ganzen Knochen. Die müssen wir alle verkaufen hier. Ah, komm, verschenken wir. Die 3 kann er behalten. Vielleicht gibt es ja ein paar zusätzliche Punkte. Ja. Jetzt dürften wir... Ja, das sieht doch wesentlich besser aus. 130. Das sieht wesentlich besser aus. Gut. Gucken wir mal. Wo reisen wir hin? Wir können auch in die Bruchzehenhöhle gehen. Um, ja, genau, das machen wir. Das ist eine Danische Knochenfestpassage abgeschlossen. Ja. Gut, aber von wo gehen wir hin? Ich würde sagen, wir gehen von hier hin. Von Rorikstad. Da ist es, ja, am kürzesten auf jeden Fall. So. Ja, Ort entdecken, Markierung platzieren. Ganz genau. Dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ich hoffe, die Dungeon ist jetzt nicht zu stark. Das wäre natürlich jetzt blöd. Wir nehmen unterwegs noch ein paar Blumen mit. Für Tränke. Um Alchemie ein bisschen hochzupowern. Wir sind ja jetzt aktuell Stufe 7, habe ich gesehen. Nee, Stufe 10, ne, sind wir. Ja. Ah, da geht noch einiges.
Ein freundlicher Zuschauer hat mir geschrieben, dass er aktuell 50 ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das Max-Level ist. Aber es kann gut möglich sein. Also wenn du das siehst, ich habe jetzt leider deinen Namen vergessen. Vielen, vielen lieben Dank nochmal. Oh, was war das denn hier? Ach, das ist Nase. Ach so, was ist das hier? Das ist ein Oblivion-Tor, oder was ist das hier? Nee, Oblivion-Tore gab es ja nur bei Oblivion, ne? Oh, was ist denn hier los? Uah. Ja, man merkt es deutlich. Wir haben jetzt, dadurch, dass wir die ganze Zeit Magika geskillt haben, haben wir deutlich mehr Energie noch. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, was wir hier genau kriegen. Das ist ja anscheinend hier eine Ortschaft, die wir hier aufdecken können. Gucken wir uns das mal an hier. Und Krukaks Denkmal. Ach, das sind Denkmale. Ah ja. Es ist natürlich nur die Frage, wozu dienen die, ne? Oh. Was haben wir hier? Ja, die Blumen nehmen wir mit, keine Frage. Schwert und so kann er hier... Lass mal hier. Können wir hier nichts machen? Beten oder so? Wahrscheinlich später, ne? Später kann man hier irgendwas machen, bin ich mir sehr sicher. Umsonst ist das Denkmal hier nicht. Ja, schöne Wildnis hier. Aber hier scheint irgendeine Ruine zu sein. Die werden wir uns mal kurz näher begutachten. Wir können durchaus auch mal hier so ein Dings hier töten. Elch hier. Ah ne, der läuft weg. Ah, hier scheint auch jemand zu leben, ne? Hier in der verlassenen Ruine. Oder was ist das hier? Redekunst verbessert auf 24. Freunde, ich sag's euch. Es lohnt sich immer. Geil. Es lohnt sich immer. Ach, das ist ein Schrein. Es lohnt sich immer, was wollte ich sagen? Bücher zu lesen. Genau. Eine ganz kleine verlassene Ortschaft hier. Kann man noch nicht mal auf der Karte aufdecken. Tatsächlich. Gut. Hier müssen wir hin, oder? Ja, wir sind fast da. Müssen wir nur mal Ausschau halten nach dem Eingang der Höhle. Brauzahnhöhle entdeckt. Ah, wir sind schon da. Wir sind schon da. Bruchzahnhöhle, okay. Ach Mist, ich habe mich vergessen zu ducken. Und ich finde, wir sollten einen Bogen benutzen. Ah ja, hier sind schon welche. Eine Frau sehe ich schon mal. Oh, da hinten ist auch ein Skelett, wie ich sehe. Wir probieren das mal aus. Wir töten erstmal hier die Frau. Oh, Vampirin. Geil, Freunde. Wir haben eine Höhle entdeckt, wo Vampire sich aufhalten. Shit, ich bin rausgegangen. Nein. Egal, komm, wir gehen nochmal rein. Ich liebe Vampire. Freunde, das wird nice. Das wird nice werden. Okay, ich hab voll Bock. Vampire, damit kriegt ihr mich immer, Freunde. Vampire, Werwölfe, Drachen. Wo ist denn die gute Frau hin? Shit, wo ist sie? Okay, wir töten erstmal das Skelett, würde ich sagen. Weg ist er. Ah, ich glaube, hier ist besser, ne, zu verstecken. Schön im Dunkeln. Wie der Wind hier durchweht, ne? Sieht so nice aus.
So, aber wo ist denn jetzt hier die Vampirfrau? Die war doch gerade noch hier, oder? Ja, wir pirschen uns mal hier langsam. Aber sicher mal ins Geschehen rein. Ich höre Stimmen. Da hinten ist ein Skelett. Zack. Schießkunst verbessert. So, mal gucken, wo... Wo jetzt... Ah, da. Auch tot. Na, wenn wir mal kein Scharfschütze sind hier. Aber die Frau lebt nach wie vor noch. Na komm, wir gehen mal langsam hier hoch. Weit kann sie doch nicht sein, oder? Die hat sich echt richtig gut versteckt. Ah, hier ist eine Truhe. Die gilt es erstmal zu öffnen. Oh Mist. Ah, noch ein bisschen. Jetzt aber. Nein, was war das denn? Ach, komm schon. Noch ein bisschen zurück. Jetzt aber. Naja. Die Ausbeutung war eher mager, aber besser als nichts. Aber wo ist denn die Frau hier? Das macht mich wahnsinnig, wenn die hier noch rumläuft. Ich mag nicht gebissen werden. So, ich glaube, jetzt sind wir alle Wege gegangen. Jetzt müssen wir da hoch. Ja. Aber wir gehen vorher noch mal ganz kurz hier lang. Mal kurz sehen, was hier noch ist. Ne, hier ist nichts mehr. Schade. Okay. Was ist denn das hier? Leere Weinflasche. Ja, die haben sich hier derbe die Kante gegeben, ne? Also die Leute, die hier gehaust haben, die aufgefressen worden sind wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Ja, hier liegt auch eine Hand. Oh. Die haben sich vorher noch derbe die Kante gegeben. Shit. Aber nicht mein Blut. Ah, jetzt hat sie sich natürlich hier sehr ungünstig versteckt, ne? Die Witterung ist verschwunden. Die Witterung ist verschwunden. Oh. Das war knapp. Ich würde sagen, wir hauen mal ganz kurz hier ab. Bevor die uns entdeckt. Ja, auf engen Raum ist natürlich jetzt so eine Frage, ne? Ich würde sagen, vielleicht sogar. Wir speichern ab und erledigen das mit Magie. Oh. Na komm. Jetzt ist schon zu spät. Shit. Ah, warte. Das war knapp. Das war sehr knapp. Okay, warte mal. Wir haben hier noch reichlich Tränke. Naja, was heißt reichlich, ne? Aber so ein paar Tränke haben wir noch. Hallo? Ach, das ist der Meister. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich habe gedacht, ich denke, das kann doch nicht sein. Was hält der hier aus, ey? Aber das ist der Meister, Freunde. Der Meister persönlich.
Ja, du kannst unser Blut riechen. Gut. Okay. Aber ich glaube, der eine Vampir, der dürfte das hinter sich haben. Der dürfte das nicht überlebt haben. So, jetzt gehen wir aber nochmal rein. Unser Ziel ist es jetzt auf jeden Fall, den Meister auszuschalten. Ich habe auch schon eine Idee, wie... Oh, fuck. Sind wir tot? Nee. Ich habe auch schon eine Idee, wie wir das bewerkstelligen. Und zwar warten wir jetzt hier erstmal eine Stunde. Okay. Ich glaube, denn die Vampirin, die dürfte es eigentlich nicht überlebt haben. Ich könnte mich aber auch irren. Es kann gut möglich sein, dass... dass sie das nicht überlebt hat. Beziehungsweise, dass sie das überlebt hat. Wo ist denn hier der Eingang nochmal? Nanu? Ah, hier. Oder? Ah, hier. Okay, wir versuchen es nochmal. Hat ausgereicht. So, Pfeil und Bogen zücken wir mal. Oh. Das sind sehr gute Spürnasen, wie ihr merkt. Ach, Mist. Also wirklich, wir haben uns ganz leise bewegt. Die hören alles. Die sind absolut gute Jäger. Aber das kriegen wir hin. Das steht außer Frage. Vielleicht gibt es heute noch frisches Blut. Jetzt bin ich dran. Oh nein, wir haben uns infiziert, Freunde. Okay, Freunde, Kommando zurück. Oh, schon zu spät. Also wenn wir jetzt da reingehen, werden wir infiziert. Wir versuchen trotzdem mal den Schleichbonus. Ach, komm schon. Ah. Wir sind wieder infiziert. Warte, wir machen es anders. Laden. Nee. Freunde, wir lassen das mal lieber sein. Den lassen wir. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal zu einer anderen Höhle. Wir haben da bestimmt noch ein paar Sachen hier im Pedo. Oder wisst ihr was? Wir gehen zu der nächsten Stadt hier. Das hat auch was. Richtung Mortal. Kann natürlich gut möglich sein, dass wir erst gar nicht denken können, weil wir das nicht überleben. Das kann natürlich auch sein. Also wir... Oh, was sind das da hinten? Ah ne, das sind Riesen, okay. Riesen und die Mammuts. Ja, wie ihr gesehen habt, das Level macht natürlich einiges aus, ne? Und wir haben auch nur eine bestimmte... Ja, wie sagt man? Eine bestimmte Zeit können wir angegriffen werden vom Vampir, bis wir automatisch infiziert werden. Aber die Infizierung an sich kriegt man schon wieder weg. Das ist nicht das Problem. Aber es ist eben halt, ja, mit sehr viel Arbeit verbunden und eben halt auch Zeit, ne? Weil wir können uns nur nachts bewegen, etc., weil wir sonst tagsüber draufgehen, glaube ich. Und wir brauchen bestimmte Items, ne? Tollkirsche ist einer der Items, glaube ich, die man für ein Gegengift braucht. Also das geht trotzdem. Oh, was ist denn hier los? Ah, hier ist die nächste Höhle, sehe ich gerade. Da können wir durchaus mal einen Besuch abstatten. Ja, komm, wir gehen mal hier zur nächsten Höhle, würde ich sagen. Ah,
Ah, das ist eine Grotte. Ah, dann gehen wir mal rein ins Geschehen hier. So, was haben wir denn hier? Oh, nee. Boah, bitte keine Über... Was ist das? Das war aber ein Hase, ne? Ach du Scheiße, Säbelzahntiger. No way. No way. Gar keinen Fall gehe ich da rein. Das werden wir nicht überleben. Weder mit Zaubern noch mit Schleichkunst noch mit Bogen momentan, ne? Dafür sind wir einfach viel zu schwach momentan. So. Gehen wir mal ganz kurz gucken. Ah, das ist ein guter Weg, aber vielleicht haben wir Glück. Und wir können über die Berge. Das könnte unser Glück sein. Müssen wir mal gucken. Was ist das denn? Das ist aber ein Grafikfehler, oder? Habt ihr das auch gesehen? Das Mammut kann fliegen. Ah, da hinten ist wieder ein seltsamer Baum. Guck mal, aber die Kaninchen, die scheinen keine Angst zu haben, ne? Vor den Riesen und vor den Mammuts. Lagerschlafbaum entdeckt. Ja, stimmt, wir haben wieder so einen seltsamen Baum entdeckt hier. Oh, das Mammut scheint tot zu sein. Interessant. Riesenkäse. So, jetzt zapfen wir hier noch ein bisschen Schlafbaumsaft ab. Davon muss ich unbedingt mal... Oh, hier eine Nierenwurz. Geil. Ist noch ein Nierenwurz hier? Nö, aber da kommt ein Riese. Und dem will ich jetzt nicht unbedingt begegnen. Was ist denn das hier? Ah, hier. So. Oh, das sind wieder Riesen. Ja, das dauert noch ein paar Level auf jeden Fall, bis wir die Riesen besiegen können. Aber wir gucken mal. So, wir dürfen jetzt gleich aber schon fast in der Stadt sein, ne? Oh, was ist denn das hier? Wieder ein Altar? Ein Schrein? Makelloser Amethyst. Nehmen wir mit. Oh, geil. Eine Schatulle. Gucken wir mal rein hier. Oh, sehr schön. Aber leider nichts Besonderes, ne? Doch, hier ist wieder ein Buch, Freunde. Doppeltes Geheimnis. Jawohl, Verzauberung verbessert auf 16. Deswegen lese ich immer sehr gerne Bücher, Freunde. Macht mir das Leben hier im Spiel wesentlich einfacher. Gut. Wir dürften eigentlich gar nicht mehr so weit von der Stadt entfernt sein, oder? Ah, ein paar Meter sind es noch. Und wir wissen alle, was in diesen paar Metern passieren kann. Die können über Leben oder Tod entscheiden. Oh, herrlich. Schönes Land hier. Sehr schön. Manchmal, mit viel Glück, sind hier unter Wasser auch versteckte Schätze. Aber jetzt nichts Besonderes. Das sind einfach nur Schatztruhen, wo eben halt manchmal Sachen versteckt sind. Glaube ich zumindest. Also ich weiß das. Aber ich glaube aber nicht, dass da jetzt so, keine Ahnung, irgendwie... Was weiß ich, was drin ist. Ne? Oh, Barschfang, geil. In der Regel ist das human. Ne? Da ist jetzt nichts. So, keine Ahnung, einzigartige Items. Ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Das ist laut meines Wissens nicht so. Sondern random stuff wahrscheinlich. Ne? So,
Wir sind fast da, Freunde. Wir haben es fast geschafft. Und dann können wir uns erstmal ein bisschen in der Stadt da schlau machen. Und auch ein bisschen verkaufen. Ein paar Sachen. Und auf jeden Fall mal einen Alchemisten besuchen. Zumindest wir brauchen einen Tisch davon. Und dann werden wir erstmal die ganzen Zutaten verballern. Weil die verbrauchen auch... Wer bist du? Sehr viel Gewicht. Aber wenn hier einfach so ein Typ rumläuft, dann ist das nie was Gutes. Könnte eine Falle sein. Ah, komm, wir versuchen's. Wer ist denn er? Baldus. Ja. Hallo. Ich sammle Zutaten, um sie dem Feinschmecker zu bringen. Er wird meinen Geschmack ja für so kultiviert halten, wenn ich sie ihm anbiete. Ihr habt vom Feinschmecker gehört? Nö, nie von ihm gehört. Ihr habt noch nie vom Feinschmecker gehört? Dem Autor von Erlesener Geschmack? Er ist ein wahrer Zauberer des Kochlöffels. Nun, nicht wirklich ein Zauberer, aber seine Rezepte sind legendär. Sehr gut. Wisst ihr, ich habe gehört, dass der Feinschmecker gerade jetzt in Himmelsrand ist. Wir haben aber keine Quest bekommen, ne? Schade. Ihn treffe ich auch zum ersten Mal tatsächlich. Ich habe vorher noch nie mit ihm gesprochen. Also die Erweiterung ist wirklich, ich kann mich natürlich auch irren, dass ich ihn einfach so nie gesehen habe, aber die Erweiterung beinhaltet wirklich viele Quests und viele Erneuerungen, ne? Ich bin sehr gespannt. Das ist ja quasi für mich jetzt fast wie ein neues Spiel, ne? Oh, fuck, nein, nicht schon wieder. Nein, ich mag keine Säbelzahntiger. Oh, da hinten ist ein Haus. Komm, wir müssen es irgendwie dahin schaffen. Ich hasse Säbelzahntiger. Oh, komm schon, das schaffen wir. Komm schon. Drehlers Hütte entdeckt. Lass mich rein. Ah, wir haben es geschafft, Freunde. Ich lebe. Was ist denn das hier? Oh nein. Wo sind wir hier gelandet? Fuck, wer bist du? Warum werden wir hier angegriffen? Oh shit. Okay. Ey, da rennen wir ins Haus, Freunde, und werden in dem Haus getötet. What's going on? Okay, der kriegt jetzt direkt einen Pfeil ab. So, komm direkt mal ran hier. Wo bist denn du? Da. Zack. Dreh das. Okay, der ist zu stark. Nein. Scheiße. Okay, Freunde. Kommando zurück. Wir müssen hier das Weite suchen. Komm, ich stück mich direkt mal und dann geht das hier direkt wieder raus. Ich hoffe, der Säbelzahntiger ist weg. Oh, Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Hühnernest also. So. Ah, Kartoffelpflanze. Ich glaube, das sind Kartoffeln, ne? Was ist das hier für ein Gebüsch? Naja. Okay. Ja. War das gerade schon wieder ein Säbelzahntiger? Und wir müssen hier ganz schnell weg. Aber ganz schnell. So, wo ist denn hier? Da lang. Nichts wie da lang. Los, komm, spring. Oh, da hinten ist der nächste Säbelzahntiger. Und da ist auch noch ein Drachen. Ich glaube, ich spinne. Das ist ja jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist ja nicht euer Ernst hier. Na komm, wir schleichen mal lieber.
und schleichen uns hier. Oh, oh. Hat er uns gesehen? Ich weiß es nicht. Oh, fuck. Wir wurden entdeckt. Da ist der Drache. Run. Run, Baby, run. Wo ist er? Wie heißt der Drache überhaupt? Oh Mist. Ah. Aber bis jetzt haben wir es ganz gut überlebt. Bisher haben wir es ganz gut überlebt. Okay. Wir sind fast im Mortal, Freunde. Was ist denn das hier? Ist das etwa eine Dungeon? Wir gucken mal ganz kurz. Oh. Was passiert eigentlich, wenn ich mich ducke und zaubere? Probieren wir jetzt direkt mal aus. Oh, leider kein Schleichangriff, Schaden. Aber wenn das hier eine Dungeon sein sollte, sollte man hier mal lieber reingehen, ne? Weil die sind jetzt nicht gerade sehr stark hier. Wer ist denn er hier? Boah, geil. Guckt euch mal den an. Beschwörer-Novize. Den haben sie fertig gemacht, ey. Oh, der hat aber einen geilen Stab hier. Warte mal. Oh ja. Der ist nice. Den nehme ich mal an mich. Was hat er hier? Zaubertrank. Ah, ja, wir benutzen mal hier den Dings hier. Den Trank nehmen wir mit. Beschädigtes Buch. Okay. Hat sich doch schon gelohnt. Aber hier gibt es nichts Besonderes, ne, oder? Ist das hier ein Sarg? Anscheinend, wa? Oh, was haben wir hier? Eine Frostspinne. Boah, die hat ganz schön viel Energie gehabt, ne? Die kleine Frostspinne. So, hier vorne müsste Mortal sein. Ja, da ist das Dorf, Freunde. Wir haben es geschafft. Ah, oh, wie geil ist das, bitteschön. Oh, was ist denn da los? Da ist Dreck Halligalli, ne? Ah, da gehen wir mal rein. Mortal entdeckt. Die eine läuft schon weg. Was wird der Jarl dagegen tun? Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden noch sicher fühlen? Bitte, es reicht. Ich habe Edgrod eure Bedenken mitgeteilt. Sie wird sich um euch alle kümmern. Geht bitte wieder an eure Arbeit.
Wir brauchen keine Zauberer in unserer Mitte. Murtal hat auch so schon genug Probleme. Ach, sinnlos. Dann machen wir mal weiter. Sinnlos also, ja? Gut. Wenn es nicht um die Mühle geht, habe ich keine Zeit, mich zu unterhalten. Zu viel Arbeit. Ihr habt ausgesehen, als wärt ihr wegen etwas sehr aufgebracht. Die Welt ist in Aufruhr. Und was macht unsere Jarl? Sie versteckt sich und hat Visionen. Wir brauchen eine Anführerin, keine Mystikerin. Wie könnte ich? Sie spricht nicht mit uns. Sie hat diesem Zauberer Valion gestattet, in unserer Mitte zu leben und seltsame Dinge zu tun. Und nun hört man von Rebellion und Drachen. Wie sollte Idgroth da helfen können? Nein, wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Das solltet ihr euch merken. Ihr habt bestimmt das abgebrannte Haus gesehen. Seltsame Sache. Dazu kommen noch nächtliche Geräusche aus dem Sumpf. Geschichten von Monstern. Und nun dieser Zauberer in unserer Mitte. Was soll man machen, wenn man sich nicht an seinen Jarl wenden kann? Oh, das klingt aufregend, Freunde. Da müssen wir hin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Halt die Ohren steif. Ich bin bloß ein armer Mann, der versucht, sich durchzuschlagen. Ich will Murtal verlassen, wenn ich könnte. Was ist denn das? Ist das das Haus, ne? Ja, da gehen wir mal rein. Ah, da haben direkt den Jarl getroffen. Oh, der steht auf hier. Was ist los? Komm mal ran. Nicht ins Bett. Ah, das ist sogar eine Frau. Das Leben hat euch also nach Murtal und zu mir geführt. Wozu dies geschah, werden wir gewiss noch sehen. Willkommen. Was geht, Schnecke? Die Göttlichen enthüllen mir manchmal Dinge, ja. Das verheimliche ich nicht. Es ist eine Gabe. Wer das nicht glaubt, kann und wird es nicht verstehen. Das Unsichtbare kann Unrast verursachen, sogar Furcht. Das ist zu erwarten. Einige fürchten unseren neuen Zauberer vor Ort. Wenn sie sich erst an ihn gewöhnt haben, werden sie ihn akzeptieren. Die Zeit wird mir recht geben. Auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Ich stehe, wozu ich immer gestanden habe. Zu Murtal. Jetzt ist nicht die Zeit, gegeneinander zu kämpfen. Ich fürchte, dass dunkle Tage nahen, in denen Himmelsrands ganze Stärke gebraucht werden wird. Ah ja, keine Questen? Das wundert mich. Ihr werdet Jarl Idgroth den nötigen Respekt zollen, solange ihr in dieser Halle weilt. Na, selbstverständlich. Haben wir uns verstanden? Aber sicher. Dann geht bitte euren Geschäften nach. Auf Wiedersehen. So, hier können wir nichts machen. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Nur Alkohol im Kopf, ne, die Leute. Geil, die liegen einfach so Dietrich herum. Ich bin gerade mal am gucken, ob die auch hier diesen seltsamen Stein hat. Das kann nämlich gut möglich sein. Ah, die sind schon müde. Boah, hier sind viele Heiltränke. Ein bisschen Gold ist auch noch dabei. Boah, Dietrich auch. Hier, drittes Zeitalter. Okay, leider nichts. Tja. Scheint nicht so. Na gut. Gehen wir wieder raus. Da gehen wir wieder raus. Mitte bekommt von Juri keinen falschen Eindruck. Hey, wer bist du? Ich habe Mutters Gabe nicht ganz. Aber ich habe auch schon Visionen gehabt. Habe ich auch abends, wenn ich einschlafe. Mein Bruder ist sensibel. Er kann sich nur schwer auf etwas konzentrieren. Wir haben ihn zum Tempel von Kynaret in Weißlauf gebracht, um ihn von den Heilern untersuchen zu lassen, und sie sagen, er sei völlig gesund.
Seid ihr unterwegs nach Weißlauf? Könnt ihr diesen Brief für die Priesterin Danica Reinequelle mitnehmen? Na klar. Das ist eine Notiz über Joriks Gesundheit. Ich danke euch. Also gut. Mist, wir sind wieder zurückgegangen, ne? Okay, wir schauen mal jetzt erstmal, würde ich sagen, in die ganzen Häuser hier rein. Also wo wir reingehen können, ne? Wir können natürlich nicht überall reingehen. Aber da, wo wir reingehen können, machen wir das mal. Ich liebe es. Was haben wir hier? Oh, Kartoffeln. Amortal ist relativ klein, ne? Guck mal, wir haben hier einen Angler. Oh, der hat leider nichts zu sagen. Oh, sorry. Hoffe, ich habe das keiner gesehen. Wer ist er? Ein neues Gesicht. Welch willkommener Anblick im trostlosen Moortal. Willkommen, mein Freund. Willkommen. Willkommen, willkommen. Wir haben nicht viel zu bieten, aber wenn ihr einen trockenen Ort für die Nacht braucht, könnt ihr hier ein Zimmer bekommen. Werft einen Blick darauf. Ja, den Barsch können wir auf jeden Fall verkaufen. Ach nee, hier gibt es auch eine Feuerstelle. Warte mal, ne? Also gut. Gibt es? Ja, eine Feuerstelle schon, aber man kann die leider nicht kochen. Oh, schade. Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jahres sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Töte den Drachen in... Ja, natürlich. Ihr nach Valion? Warum belästigt ihr nicht die Zauberer in ihrer Akademie in Winterfeste und lasst meinen Bruder in Ruhe? Nein, es gibt überhaupt keins. Schon vor dem Krieg gab es nicht viele Gründe, Moortal aufzusuchen. Und jetzt? Naja, sagen wir einfach, die Vordertür wird nicht oft benutzt. Lorbuk? Er hält sich für einen Barden. Er zahlt, also kann er bleiben. Hätte ich Kunden, würde ich mir Sorgen machen, dass er sie nervt. Aber, naja, seht euch um. Also gut. Okay, das war's, ne? Die Waldhütte? Haben wir noch nie gesehen. Ah, leider keine versteckten Ortschaften. Ne. Egal. Dann gehen wir wieder. Ah, das ist das abgebrannte Haus, wovon er gerade eben erzählt hat, ne?
Bitte kommt doch herein. Hoffentlich habe ich, was ihr braucht. Das hoffe ich auch. Wenn ihr alchemistisches Zubehör benötigt, werde ich mein Bestes geben, um euch welches zu besorgen. Vorausgesetzt, ich habe noch nicht alles aufgebraucht. Ich habe damit begonnen, als ich noch ein junges Mädchen war. Eine Tempelheilerin auf Pilgerreise blieb hier und hat mir die Grundlagen beigebracht. Sie hatte ein Buch dabei, das den Titel »Das Lied der Alchemisten« trug. Ich habe es immer wieder gelesen. Wenn ich doch bloß noch ein Exemplar davon hätte. Sehr gerne. Wirklich? Ich würde euch gerne etwas über Kräuter erzählen, wenn ihr das Buch findet. Echt? Jetzt haben wir das Buch schon? Es ist erstaunlich, wie viel man aus einem Buch lernen kann. Hier, lasst mich euch einige der Dinge zeigen, die die Tempelheilerinnen mich über Tränke gelehrt haben. Jawohl, Alchemie verbessert. Ich kann euch sicher das ein oder andere beibringen. So schnell kann es gehen. Nein, nein. Nun, manchmal schon. Aber das ist nicht das Problem. Ich habe oft nicht allzu viel zu tun, also probiere ich gerne neue Sachen aus. Meist funktionieren sie nicht, aber ich versuch's trotzdem. Und im Handumdrehen sind dann meine Vorräte aufgebraucht. Dann seid ihr also ein Alchemist. Könnte man so sagen. So, was haben wir denn? Hier haben wir ein paar. Ja, haben wir. Boah, die hat richtig viel Geld auf der Tasche, ne? Die hat richtig viel Geld auf der Tasche. Sehr schön. Okay, warte mal. Dann hat sie auch hundertprozentig den Alchemietisch, ne? Ja, hat sie. Bekommt von Jorik keinen falschen Eindruck. Geil. Nicht von Sinnen, wirklich nicht. Wir können ein paar Sachen sogar mitnehmen. So, passt doch auf. Lass mich mal hier ran. Benötigt ihr irgendetwas, Schatz? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht, aber ich weiß nicht, was es ist. Gut. Könnt ihr mir eine Beschreibung geben? Nein, es tut mir leid. Ich werde einfach... Ich weiß es, wenn ich es sehe. Gibt es einen Sinn? Zusammen. Wir verballern jetzt erstmal unsere ganzen Sachen, würde ich sagen, dann verkaufen wir die Tränke. Danke. Achso, Alchemie beenden. Sollten natürlich auch unsere neue Stufe benutzen. So, ich würde sagen, Magika. Und wir brauchen auf jeden Fall Rüstung jetzt hier.
Schießkunst, leichte Rüstung, da ist es doch schon. Ja, 40% mehr Rüstung. Das nehmen wir mit. So, mal gucken, wie viel wir jetzt haben. Jetzt haben wir... Jawohl, 86 Def. Das sollte uns erstmal reichen, würde ich sagen. Okay, jetzt verkaufen wir erstmal den ganzen Bums hier. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Bitte bekommt von Jorik keinen falschen Eindruck. Er ist nicht von Sinn und ich rack. Ah, dann seid ihr also ein Alchemist. Boah, 8 Stück. Aber leider nichts wert. Aber so macht, so levelt man, ne? Wie ihr seht. Magika, Stärke, kann alles weg. Ah, 300 Sekunden ist nicht schlecht, aber 20 bringt nichts. Das bringt nichts, Freunde. Oh, ich sehe, wir haben gar keine Heiltränke mehr, ne? Aber warte mal, vielleicht hat die ja welche. Die hat auch hundertprozentig Heiltränke. Schauen wir mal. Ja, Gesundheit hier. Achso, nee, wird nur erhöht. Das ist ein Heiltrank. 50. Das war es leider auch schon. Mehr hat sie nicht. Aber egal, besser als nichts. Also gut. Und wir haben, ja, wir haben durchaus wieder ein bisschen mehr Tragfähigkeit. Also mit anderen Worten, hat sich gelohnt. Wir sind immer noch im Mortal. So, hier ist der Jarl. Ich habe kein Problem mit Zerstörungsmagie. Genau. Lass die Häuser hier bitte stehen. Lass die Häuser bitte hier stehen. Ich rede nicht viel. Ich bleibe lieber allein. Manchmal verlaufe ich mich. Ich weiß nicht, wohin ich gehe. Moorblick? Da gehen wir mal rein. Gon denkt, dass ich verrückt bin. Er sagt es nicht offen. Aber ich weiß, dass er es glaubt. Lasst euch nicht von der Trübsal quälen. Ach, hier waren wir schon, ne? Ja. Ich glaube, das war's auch, ne? Mehr gibt's hier gar nicht. Ich schaue mal kurz noch auf der anderen Seite nach. Aber hier ist nur das Sägewerk. Ich möchte nur in Ruhe meine Arbeit machen und meine knappe Freizeit genießen. Wer ist er? Der Krieg hat uns, mir, alles genommen. Ja, ich denke mal, die haben sonst nichts. Dann würde ich sagen, wir haben ja hier einen kleinen Auftrag bekommen. Warte mal. Und zwar, Dämmerwacht machen wir nicht. Töte den Drachen. Ach ja, stimmt, das war ja der Drache, ne? Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Wo soll der denn sitzen? Ah, das war der Drache, den wir unterwegs getroffen haben. Nee, das machen wir nicht. Und zwar tun wir das mal weg. Und gucken mal. Volk unter. Ah, hier ist auch Einsamkeit. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Und von dort aus gehen wir nach Einsamkeit. Ja, das klingt nach einem guten Plan.